Die Kämpfer sind bereit. So let the fights begin. Also, die WKU-Europameisterschaft. 5 Runden, 3 Minuten im Schwergewicht bis 95 Kilogramm. K1, Leon Gavanas in der weißen Hose gegen Hasan Özdemir aus Kassel in der schwarzen. Ja, die Jungs legen gleich los. Und wer Leon Gavanas kennt, weiß, dass er Dynamit in seinen Fäusten hat. Schönes Knie von Hasan Özdemir. Ist ja auch kurzfristig eingesprungen, der Özdemir. Schon ein ganz schöner Kasten, der Gavanas. Hände oben, Hände oben. Ja, der muss natürlich jetzt erstmal seine Distanz finden, schauen, sich auf den Gegner einstellen. In der kurzen Zeit natürlich nicht immer einfach. Ja, muss man auf Betriebstemperatur kommen. Das ist wichtig bei ihm. Aber, oh, schönes Knie nachgezogen und gleich mit runtergezogen. Ja, Goran Filipovic ermahnt beide, sich wahrscheinlich nicht mehr zu klammern. Ja, er nimmt da erstmal ein bisschen Pfeffer raus aus dem Kampf, ist ganz gut. Schöne Konter von Hasan Özdemir. Und er versucht den gedrehten Kick zum Körper. Figurtechnisch schaut es natürlich schon brutal aus, wenn man Leon sieht. Das Problem bei Gavanas ist immer, dass er sofort auf den K.O. aus ist. Wenn es da nicht gleich funktioniert, dann verkrampft er oftmals. Und noch ist er zu nah an der Distanz ran. Das heißt, er kann gar nicht die Schläge richtig. Und die Linke noch drinnen von Özdemir. Ja. Auch da wieder zu nah dran jetzt. Ja, wenn er die Distanz hat, dann wird es gefährlich für Özdemir. Aber das macht er geschickt. Er versucht ja immer wieder gleich zu klammern, die Distanz da zu verringern. Und da nimmt er natürlich dem Gavanas viel Stärke. Ne? Natürlich. Gavanas macht gleich 2 Knie. Nur ein Knie ist natürlich im K1 erlaubt, wenn man hält. Da muss man wieder loslassen. Ja, schön jetzt. Aber Hasan Özdemir weicht aus, geht unter, kriegt noch eine kleine Ermahnung von Goran Filipovic. Ja, ein bisschen zerfahren die erste Runde. Ja. War von keinen das Seiten. Das war noch so eine Findungsphase in der ersten Runde. Weder Özdemir noch Gavanas in der klaren Linie. Mal gucken, was die zweite bringt. Sehr ausgeglichen war das jetzt. Also, ich wüsste nicht, wie man die Runde geben kann. Viel auf der Deckung hier von Gavanas. Keine klaren Aktionen. Aber lass mal abwarten, was noch kommt. Eine mega geile Stimmung ist zumindest hier in einer ausverkauften Zirkus Krone. Pavlica Steka, Ivan Steko und Tilo Kuttler in der Ecke von Gavanas und in der von, werden wir nachher auch noch sehen, sicherlich Hasan Özdemir. Sein Zwillingsbruder Hüseyin, auch ein guter Kickboxer. Werden noch die Füße abgetrocknet hier vom Bruder. Und Leon Gavanas startet wieder sofort. Aber ja, die Drehkicks, das hat schon 2-3 Mal probiert. Ja,
Savannas probiert es natürlich mit einer brachialen Kraft hier rein. Oh, schöner Frontkick. Hat voll gesessen. Und die rechte. Oh, Stopp hier von. Minuspunkt für beide. Ja, da lässt er nicht mit sich spaßen, der Goran Filipovic. Da ist er ganz schnell. Ist aber hat natürlich auch dementsprechend die Erfahrung im Ring und er weiß, dass da einiges passieren kann bei so einem Kopfstoß. Dann haut er wieder die Schwinger rein. Er steht zu nah an seinem Gegner, der Cabanas. Kann sich da überhaupt nicht entwickeln mit seinen Aktionen. Bis jetzt zumindest. Schöner Bodykick. Ja, da ist schon Dampf dahinter, meine Herren. Na gut, bis 95 Kilo. Und da war die linke und rechts geht er runter. Was für ein Treffer! Eine starke Aktion von Leon Cabanas. Wird angezählt. Oh, der Blick ist noch ein bisschen glasig. Schaut er nach ob oben. Ob der nochmal hochkommt? Nein, die nicht so noch. Ja. Ob das eine gute Idee ist? Nee. Goran Filipovic beendet den Kampf. Unglaublich, K.O. Ja, ist richtig abgebrochen. Und Cabanas, da kam er einmal durch jetzt, richtig. Da war's dann. Das hat gereicht. Ja, schauen wir uns aber in der Zeitlupe an. Ja, das erleichtert. War kein einfacher Kampf für ihn. Der hat es gut gemacht. Der Özdemir am Anfang immer wieder Distanz verkürzt, dass er da kaum zu seinen Schlägen kam. Aber dann kam er einmal durch. Achtung, hier. Knie und dann die linke. Trocken, die rechte. Hat er schön nachgesetzt. Wollte er noch das Bein genau. Nachziehen. So, Knie, linke, rechte. Sehr und, gut. Und tschüss. Man muss auch sehen, wie er die Schläge schlägt. Ne? Wie viel Gewicht er mitnimmt. Schön getroffen und gleich nachgesetzt. Und da war auch der volle Körper hinten dran. Und da ist natürlich einiges. Vorhin haben wir noch gesagt, wir haben noch keine K.O.s erlebt. Ja, und jetzt gleich der zweite hintereinander. Ja, gut, stark. Und Goran Filipovic, ich finde, es war richtig, dass er abgebrochen hat. Okay, hätte noch mal freigeben können, aber wir haben es vorhin gesehen bei den Griechen. Da bringt alles nichts. Dann kassierst du noch mal 5, 6 harte Schläge. Natürlich, in der roten Ecke wird versucht, noch mal hier zu feilschen und denken, warum, weshalb. Aber ich denke, in manchen Situationen ist es besser. Ja, können Sie diskutieren, wie Sie wollen. Filipovic bleibt bei seiner Meinung. Nonnemacher wirkt ja nicht gerade glücklich, weiß nicht warum. Es wäre eh nicht besser geworden, denke ich. Dann wäre es halt eine Runde später passiert, kann ich mir vorstellen. Die Diskussion geht weiter. Ich weiß mal gar nicht, was da immer so jetzt toll ist, da noch weitermachen zu können, wenn man eh so schwer unten war. Ja, das verstehe ich auch also, nicht. Muss man es halt mal akzeptieren. Also, gut, Sache ist erledigt. Wir warten auf das Urteil und dann auf den Hauptkampf.
Jetzt bist du natürlich überrascht, was da rauskommt. Sieger durch Knockout in der zweiten Runde nach 1 Minute und 50 Sekunden. Aus München, damit alter und neuer Europameister Leon Gavanas. Ich höre gerade von Pavlica, es gibt definitiv, wird definitiv eine Einigung geben. Aber gut. Okay. Leon, der Gürtel wird überreicht. Wir haben uns gedacht, Topmodel zu Model. Herzlich.